So, herzlich willkommen zu einem kurzen Video, ein Müller-Haul. Zeige ich euch jetzt, was ich gekauft habe heute. Und ja, das war jetzt auch eine Tüte drin. Das ist meine Trinkflasche. Ihr kennt doch bestimmt Air Up. Yep, genau. Das habe ich aber jetzt auch getan, weil ich habe das jetzt nicht gekauft. Jo. Also, ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Und zwar fangen wir mal mit den hier an. Mein Lieblingswaschmittel Inoffensiv. Meins ist jetzt auch eigentlich leer. Und deswegen habe ich mir ein neues gekauft. Entschuldigung. Dann, wie ihr sehen könnt, warte, fangen wir mal hier an, habe ich Ecover Sensitiv Weichspüler Apfelblüte und Mandel gekauft, weil ich das im Video von So, ich habe das im Video gesehen von Faye Germany und ich habe im Laden dran gerochen, weil sie meint ja, es riecht so toll. Und ich muss sagen, da hat sie vollkommen recht, denn oh, das riecht so lecker. Das riecht einfach nach irgendeinem Shampoo oder so. Also richtig, richtig. Also du riechst den Apfel richtig raus und die Mandel, naja, aber den Apfel riechst du schon raus, also Apfelblüte und ja, das ist auch, guckt mal, sehr flüssig und ja, ganz weiß. Oh, das riecht so gut, Leute, das riecht echt gut, also wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann könnt ihr gerne im Laden daran mal schnuppern und dann werdet ihr sehen, wie gut es riecht. Genau, dann habe ich noch, das habe ich bei Faye Germany auch im Video gesehen und das hat mich dann auch interessiert, Ecover Waschpulver für Color, Lavendel, bekämpft Flecken bereits ab 30 Grad. Die Tüte habe ich jetzt noch nicht aufgemacht, die mache ich jetzt auch noch nicht auf, erst wenn ich damit Wäsche wasche. Deswegen bin ich gespannt, wie das riechen wird, aber ich sage schon mal so, die Verpackung ist very, very nice. Fühlt sich richtig toll an. Ist auch so mattig. Und dann habe ich noch, ja, zwei Deos gekauft. Die hier, Nivea Winter Moment. Also Winter Moment. Die finde ich zurzeit ganz, ganz toll. Und ja, die habe ich mir gekauft. Ja, das war's. Das war ein kurzer Einkauf. Ich dachte, ich nehme euch da mit und zeige euch, was ich gekauft habe. Und das war's dann mit dem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie viel die Sachen gekostet haben, ich sage es euch. Beim Müller hat das Nivea Deo 1,55 gekostet. Ecover Weichspüler 1,65. Da könnt ihr sehen, 1,65 Ecover Weichspüler. Dann eine Verpackung. Was? Achso, ja, das ist die, meine Verpackung. genau. Dann Ecover Waschpulver 4,95 Euro. Also diese kleine Packung kostet 5 Euro. Aber mal schauen, vielleicht lohnt sich's ja. Dann wieder ein Nivea Spray und ein Lenor Waschmittel 4,95 Euro für 21 Wäsche. Also ich weiß nicht, wie viel bei euch solche Flaschen kosten, aber hier bei mir kosten die, genau, 4,95 Euro. 5 Euro. Ja, genau, das war's dann. Und ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und kauft euch doch auch Ecover. Also das ist ja nicht so teuer, also das Weichspüle nicht. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dann. Tschüss und Peace.